Hallo, liebe Studierende, mein Name ist Daniel Maul, ich bin Professor für internationale Zeitgeschichte an der Universität von Oslo in Norwegen. Und mit dem Buch, das ich Ihnen vorstellen möchte, heute begebe ich mich etwas außerhalb meines eigentlichen Kompetenzbereichs in die frühe Neuzeit. Das Buch, um das es geht, ist die Rückkehr des Martin Gehr, die wahrhaftige Geschichte von der Wiederkehr des Martin Gehr, so der vollständige deutsche Titel. Ich habe hier die englische Ausgabe. Geschrieben hat dieses Buch die US-amerikanische Historikerin Natalie Seaman Davis. Eine sehr innovative, eine sehr vielseitige Forscherin, die an einer ganzen Reihe von US-amerikanischen Universitäten unterrichtet hat, in Princeton, in Berkeley unter anderem. Sie ist eine Vertreterin der sogenannten neueren Kulturgeschichte und sie kombiniert ihr Hauptinteresse für das frühneuzeitliche Frankreich mit einer Neugier für die Geschichte der kleinen Leute, für die Mikrohistorie, also für die Geschichte derjenigen, die normalerweise abseits der Geschichtsschreibung stehen. Sie kombiniert dieses Interesse auch mit einem Interesse für die Geschlechtergeschichte. Und in diesen Bereichen hat sie wichtige Beiträge geleistet. Warum ist das Buch für mich so wichtig gewesen? Warum ist es für mich geblieben? Das ist vor allem aus zwei Gründen so. Zum einen ist es einfach ein Stück guter Geschichtsschreiben. Man kann viel darin lernen, etwa über den Gebrauch von Quellen. Dazu gleich noch etwas mehr. Es ist sehr gut geschrieben, es liest sich fast wie ein Roman. Und der zweite Grund, warum das Buch für mich geblieben ist, es ist einfach eine sehr gute Geschichte. Kurz berichtet, erzählt es von einem Fall von Hochstapelei im südlichen Frankreich des 16. Jahrhunderts. Ein Mann, Martin Gehr, verlässt seinen Hof, verlässt Frau und Kind und gilt fortan als verschollen. An seiner Stelle kommt wenige Jahre später ein anderer Mann ins Dorf, der sich als Martin Gehr ausgibt und in dieser Position sowohl von der Frau als auch von einigen der Verwandten des Martin Gehr anerkannt wird. Seine Position gerät erst ins Wanken, als er in Erbstreitigkeiten mit einem anderen Verwandten des echten Martin Gehr gerät. Der Fall landet vor Gericht und zunächst kann er sich weiterhin in seiner Position behaupten, bevor in einer weiteren erstaunlichen Wolte der echte Martin Gehr, mittlerweile mit einem Holzbein aus dem Krieg zurückgekehrt, zurückkommt und seine Rechte erfolgreich einfordert. Eine ganz zentrale Rolle in diesem Buch nimmt die Frau des Martin Gehr und ihre Motivationen ein. Und Natalie Seaman Davis, die überhaupt nicht an eine Verwechslung glaubt, nimmt diese Frau sehr ernst, nimmt sie zum Anlass, um über die Rolle von Frauen in frühneuzeitlichen Frankreich zu berichten. Und sie öffnet darüber hinaus ein Panorama auf die Dorfgemeinschaft, auf ihre Normen, auf ihre Werte, auf die Beziehungen der Menschen zueinander, familiärer, wirtschaftlicher, sozialer, auch religiöser Art. Warum ist dieses Buch ein so guter Einstieg in die Geschichte? Es behandelt die Frage, die für alle Historikerinnen und Historiker, ja eigentlich für alle historisch Interessierten wichtig ist. Was
können wir über die Geschichte wissen? Was können wir über die Vergangenheit wissen? Wie können wir die Lücke füllen zwischen dem, was passiert ist und dem, was wir uns aus den klassischen Quellen erschließen können? Und hier liegt der Beitrag von Natalie Simon-Davis. Dazu gehört für sie zum einen ein sehr breites, ein profundes Wissen über den Kontext der Geschichte, also über das frühneuzeitliche Frankreich und die Struktur. Und zum anderen gehört dazu die Suche nach Quellen abseits der ausgetretenen Wege oder das gegen den Strich lesen bereits vorhandener Quellen. In diesem Fall sind es Gerichtsakten, die sie zu Rate gezogen hat. In anderen Fällen, in anderen Büchern, etwa Steuerregister oder mündliche Überlieferungen wie Volkssagen. Zuletzt ist das Buch für mich ein gutes Beispiel dafür, dass gute Geschichtswissenschaft auch immer vom Streit lief, vom Infragestellen von Positionen. Sie hat selbst viel Kritik dafür erhalten, dass etwa ihr Porträt der Frau des Martin Guerre zu sehr von einem zeitgenössischen Verständnis und von ihrem eigenen feministischen Aktivismus geprägt sei. Das ist diese Kritik in ihrem späteren Werk immer sehr offensiv und sehr konstruktiv entgegengetreten und ist auch darin für mich immer ein Vorbild gewesen. Jetzt hoffe ich, dass ich bei vielen von Ihnen das Interesse an diesem Buch habe wecken können. Wer den schnellen Einstieg in die Geschichte sucht und sich noch mehr Lust aufs Lesen machen will, dem sei der Film Die Rückkehr des Martin Guerre mit Gérard Depardieu in der Rolle des falschen Martin Guerre ans Herz gelegt. Und wer jetzt in Sorge ist, dass es sich um die klassische oberflächliche filmische Adaption eines historischen Stoffes handelt, den kann ich auch beruhigen. Natalie Simon-Davis hat diesen Film beratend begleitet und die Idee zum Buch ist aus der Arbeit an diesem Filmstoff entstanden. Ich wünsche Ihnen jetzt, auf welche Weise Sie sich auch immer annähern, viel Spaß beim Lesen und sehr viel Spaß beim Studieren der Geschichte.